Täglich werden Unmengen an Amazon-Produkte zurückgesendet, weil sie nicht funktionieren oder nicht gefallen oder was auch immer. Wenn die Ware dann beschädigt ist oder sie nicht mehr als neuwertig verkauft werden kann, landet die oft, vor allem in Amerika, in so riesigen Amazon-Return-Lagerhallen. In den USA gibt es unzählige Videos, in denen Leute palettenweise Amazon-Return-Ware bestellen und riesige Gewinne machen. Leider kann man das nicht direkt nach Deutschland bestellen. Der Versand wäre auch viel zu teuer. Ich habe allerdings für ca. 150 Euro plus Versand ein kleineres Paket von einem Händler aus den USA bestellen können. So leid es mir tut, darum geht es leider erst im nächsten Video. Ey Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja Leute, ich hoffe natürlich, euch geht es gut. Ich weiß, wir haben uns jetzt sehr lange nicht gesehen. Also es könnte schon so 10, 12 Tage gewesen sein. Ich habe eine kleine Pause gemacht. Im Januar verdienst du eh nicht so gut und habe ein paar andere Sachen gemacht, für die ich mich auch interessiere. Habe aber auch neue Videos geplant und mach die halt jetzt. Obwohl wir immer noch Januar haben. Eigentlich lohnt gar nicht. Nein, das war natürlich nur ein Spaß. Ich freue mich, dass ich wieder hier sitzen kann. Wir haben nämlich echt coole Sachen geplant. Und heute starten wir direkt mal rein mit einer Sache. Ja, da dachte ich eigentlich, okay, das wirst du in Deutschland niemals machen können, leider. Aber ich habe jetzt doch so einen Zwischenweg gefunden, um das mal auszuprobieren. Das ist in Amerika mega groß. Es gibt super viele YouTuber, die bestellen dort so Amazon Returns. Ganz wichtig, Leute, Amazon Returns sind nicht Amazon Restposten. Das sind Sachen, die von Kunden zurückgeschickt wurden und dann nicht mehr verkauft werden können. Denke ich mal. Und in Amerika findet man das unter den Amazon Warehouse Deals. Ja, das gibt es in Deutschland auch, aber halt ohne Return-Boxen. Also du kannst die einfach in Deutschland nicht bestellen. Das ist mega schade. Aber ich wäre ja nicht ein mega geiler YouTuber, wenn ich nicht einen Weg gefunden hätte, das doch zu tun. Leute, wir starten heute nämlich rein hier. Wir haben hier oben einmal ein Paket aus Deutschland. Das kommt von einem Zwischenhändler, der über Amazon Return oder Retourenware verfügt, die halt nicht mehr verkauft werden und die dann sozusagen weiterverkauft. Da habe ich lange für gesucht, aber ich habe einen gefunden. Das hat mich, glaube ich, 65 Euro gekostet. Wir starten auf jeden Fall mit diesem Paket hier rein. Leute, ich muss sagen, das hat mich auch einfach gereizt, weil ich habe so viele Videos gesehen. Oh, scheiße. Ich habe so viele Videos gesehen von Leuten, die da wirklich für 100 Euro so ein Return-Paket bestellt habe und da waren so geile Sachen drin. Natürlich weiß man nie, ob es fake ist oder real. Hier vielleicht einfach mal ein paar Beispiele eingeblendet. Also ich glaube, der eine Typ hat 500 Euro bestellt und hatte 24.000 Euro Ware drin. Komplett krass. Wahrscheinlich fake, kein Plan. Ah, hier steht sogar eine Rechnung bei. Das kommt aus Dortmund. Gesamtbetrag 73,47 Euro. Achso, jetzt könnt ihr mich gar nicht mehr sehen. Spielzeugretouren und allgemeine Retouren 10 Teile. Okay, jetzt bin ich mal gespannt. Hier haben wir auf jeden Fall das erste Paket. Toy Toys International. Also das ist jetzt wirklich, glaube ich, für Kinder. Also ich kann mich ja sehr gut an die ganzen Restpostenpakete von Amazon erinnern. Und da war wirklich immer nur die größte Scheiße drin. Und jetzt haben wir hier schon mal so eine Kirmespistole. Und dann noch Handschellen und ein Fernglas. Also finde ich schon mal gar nicht so schlecht. Aber ich denke mal, hier ist jetzt nicht so krasser Shit drin. Hier für Mädchen. Was ist das denn hier? Oh, das sind, glaube ich, so... Ah, auch nicht schlecht. Ah, geil! Autos. Jede Menge Autos. Turbo Racers. Keine Ahnung, Alter. Das kenne ich gar nicht. Ich glaube, aus dem Alter bin ich schon raus. Das ist jetzt auch so gemischt, denke ich mal, für Jungs und Mädchen. Hier haben wir so Kronen. Also ich weiß echt nicht, was ich damit anfangen soll, weil ich kenne leider irgendwie nicht mehr so Kinder, die so 10 Jahre alt sind. Oh, dann haben wir hier noch Tattoo-Stickers. Mhm. Und dann noch hier Bleistifte. Ja, es ist halt alles für Kinder, ne? Das muss man ganz klar sagen. Oh, Kreide. Sowas hatte ich auch früher immer. Da konntest du mal mit die Straße bemalen. Und warte, was haben wir hier noch? Nochmal so ein Auto. Eine Spardose. Oh, die ist leider schon kaputt. Deswegen wurde die wahrscheinlich, oder kann man da nichts, also die hat hier eine Delle. Vielleicht wurde die deswegen zurückgeschickt, sonst kann ich gar nicht einschätzen, warum man solche Sachen zurückschickt. Das ist ja auch alles noch original verpackt, weil es hätte ja auch sein können, dass damit sonst was passiert ist. Dann haben wir hier noch mehr Kreide und, Alter, nein, das war auch immer, das ist so Kirmesware, aber ich feier's. Falls es das ist, was ich denke. Ja, Mann, das ist das. Hey, das hatte ich früher immer. Guck mal, verrückt. Da kommen auf jeden Fall gerade eine Menge Erinnerungen hoch. Dann haben, also da ist auch echt viel drin. Dann haben wir hier nochmal sowas. Nochmal Bleistifte und ja, weiß ich nicht, was das ist. Hier haben wir einen Elefanten, dann noch eine Spirale und noch eine... Oh,
eine Schildkröte. Also für Kinder geil. Ohne Witz, Leute, ich kann euch gern mal den Kontakt in die Videobeschreibung packen, weil so Boxen, wenn du sowas Kindern schenkst zum Kindergeburtstag, die freuen sich doch ein Ast, oder? Es ist zum Großteil alles Kirmesware, aber ich hätte mich so drüber gefreut, da bin ich mir echt sicher. Zum Glück haben wir noch ein weiteres Paket, das ist da drin. Ich hoffe, hier sind jetzt geilere Sachen drin, weil das ist auf jeden Fall das Teurere, was wir jetzt noch aufmachen werden. Aber der Karton ist gleich. Ich hoffe, da sind jetzt keine Spielzeuge drin. Okay, das sieht auf jeden Fall für mich schon deutlich interessanter aus. Also diese ganzen Spielzeuge werde ich auf jeden Fall irgendwohin spenden, denke ich mal, weil ich kann damit halt nichts anfangen. Okay, starten wir mal hiermit. Hier haben wir einen Home Protector, Safe and Secure. Wir werden es natürlich so machen wie immer. Ich habe für dieses Paket, glaube ich, 45 Euro bezahlt und wir werden dann mal berechnen, was das alles wert ist. Wobei das hier jetzt schon sau alt aussieht, ist halt auf jeden Fall, um das Haus sicherer zu machen. Dann haben wir hier noch, Digga, sowas habe ich ja noch nie gesehen, einen Suntimer. Der Suntimer signalisiert Ihnen die maximale Aufenthaltszeit in der Sonne. Misst schädliche UV-Strahlen. Soll man den mitnehmen oder was? Okay, weiter geht's. Dann haben wir das gleiche nochmal. Hier haben wir dann Slim Glass Break Alarm. Das heißt, wenn jemand eure Scheibe einwirft, geht der halt los so. Ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt. Also es liegt natürlich nah. Oh, hiermit, Alter. Boah. Ist das ein Feuerzeug? Ein Selfie-Stick, Digga. Knopfbatterien und ein Selfie-Stick, aber einen Premium-Selfie-Stick, ne? Ey, mittlerweile diese Selfie-Sticks in so Paketen gehen mir so unendlich auf den Sack, weil das brauche ich einfach nicht, Junge. Wer benutzt heutzutage noch einen Selfie-Stick? Hier haben wir einen... Oh, auf jeden Fall haben wir hier einen USB-Adapter mit 4 Zugängen. Das ist geil. Dann haben wir hier irgendwie so eine Handyhülle. Brauche ich jetzt auch nicht dann schon wieder sowas. Also Mann, es nervt mich irgendwie. Es sind im Großen und Ganzen immer relativ ähnliche Sachen in sowas drin. Vor allem immer diese Cases hast du eigentlich überall. Oh, geil. Ein Action Camcorder. Das finde ich nice. Der ist ja auch bestimmt ein bisschen was wert. Action Camcorder 4 GB. Naja. Okay, ich glaube, der ist eigentlich nicht mehr viel wert, weil so wie der aussieht, der stammt aus dem Jahr 2014, Alter. Hier ist jetzt bestimmt wieder sowas wie eine Powerbank drin. Oh, eine Glühbirne. Dann haben wir hier wahrscheinlich noch eine Glühbirne. Gut, sowas kann man immer mal gebrauchen, ne? Also ich will jetzt nicht sagen, dass das Paket von Grund auf total kacke ist. Es sind auch brauchbare Dinge dabei. Hier haben wir dann noch Kopfhörer. Dann haben wir, habe ich gesehen, noch andere Kopfhörer. Aber das sind halt wirklich, die sind auch schon relativ alt. Die wurden auch 2014 hergestellt und sind heute halt einfach nichts mehr wert, ne? Das muss man auch ganz klar sagen. Und dann haben wir hier noch mehr Kopfhörer. Alter, Junge, man sieht auch richtig schon an den Verpackungen fürs iPhone 5. Und hier für die Kamera. Ja, ich weiß auch nicht. Dann hier noch einen Wecker. Und zu guter Letzt, dann ist das Paket auch leer, haben wir hier ein Taschenalarm. Oh Mann. Irgendwo ist es auch klar, wenn du dir so einen Händler suchst in Deutschland, der sagt, er hat Amazon Return-Pakete oder zurückgeschickte Ware, die halt nicht mehr verkauft werden kann. Und ich zahle ihm für diese ganzen Sachen zum Beispiel 45 Euro. Der will ja auch sein Geschäft machen und wenn irgendwas davon wirklich noch einen Wert hätte, würde er es wahrscheinlich auch selber verkaufen. Also das war jetzt im Großen und Ganzen nicht so nice. Es kommen aber wieder richtig geile Videos. Ich habe super coole, interessante Themen und das kommt jetzt alles wieder online. Deswegen abonniert super gerne den Kanal, würde ich mich sehr darüber freuen. Und wir sehen uns dann hier die nächsten Tage wieder mit einem geilen Video. Trotzdem danke fürs Zuschauen. Leute, haut rein. Ciao.